Herzlich willkommen, liebe Kochfreunde. Was gibt es Schöneres, als im Frühling zu der Spargelzeit frischen Spargel zu kaufen? Neulich waren wir noch auf dem Hof zu Besuch, waren dort ein bisschen shoppen, so wie wir es hin und wieder mal machen. Und da haben wir dann den ersten schönen deutschen frischen Spargel ergattern können. Ja, heute zeige ich euch, wie einfach es ist, ihn zuzubereiten, einfach im Ofen. Nicht viel Arbeit, nicht viel Aufwand. Und ja, wünsche ich euch erstmal viel Spaß und wir sehen uns gleich. Im Einzelnen brauchen wir dafür folgende Zutaten. Wir brauchen einmal für die Rosmarinkartoffeln brauchen wir natürlich Kartoffeln. Da haben wir jetzt in dem Fall ein paar Frühkartoffeln, weil wir da die Schale dran lassen. Die werden wir gleich einfach waschen und in Viertel schneiden. Dann haben wir zwei Zweige Rosmarin frischen, dann ein bisschen Chili. Ich denke mal, dass wir so eine halbe Chilischote verwenden werden. Dann Knoblauch, Zitrone, Pfeffer, Salz und Olivenöl. Den Spargel zeige ich euch später nochmal separat. Da kommt noch ein Flöckchen Butter bei und halt das Fleisch. Das zeige ich euch aber dann auch nochmal separat. Servieren werden wir das Ganze mit einer frisch aufgeschlagenen Hollandaise-Soße, die ich gleich selber zubereiten werde. Guckt einfach auf meinem Kanal, wird die Tage hochgeladen werden. Und ja. Zunächst einmal starten wir jetzt mit den Frühkartoffeln. Diese habe ich gerade gewaschen, die werden jetzt von mir geviertelt. Dann habe ich mir hier eine Schüssel hingestellt, wo ich dann alles nach und nach reinpacke. Ja, fangen wir mal an. Kartoffeln, Knoblauch, Rosmarin und Chili habe ich jetzt geschnitten und habe hier alles in den Topf gepackt. Das werden wir jetzt gleich einmal durchmengen. Ich mache noch ein bisschen Pfeffer hinzu, damit wir gucken, wie viel ihr wollt, wie es euch schmeckt, ob ihr es ein bisschen schärfer mögt oder eben nicht. Dann habe ich Meersalz. Meersalz kann eine gute Menge dran an die Menge Kartoffeln. Ich sag mal, bestimmt 2 Teelöffel oder 1,5. Müsst ihr einfach auch mal gucken. Und dann mache ich noch einen Schuss Olivenöl dran. Guten Schuss. Und einen Spritzer frische Zitrone. So. Dann vermenge ich das Ganze einfach so durch. Und wenn ihr jetzt Zeit gehabt hättet, dann hättet ihr das auch noch mal für eine halbe Stunde an der Seite stellen können, dass es noch mal ein bisschen ziehen kann. Aber das geht jetzt auch so. Ich werde das Ganze jetzt gleich in die Auflaufform packen und dann sehen wir uns wieder. Die fertigen Kartoffeln mache ich jetzt hier in eine mit Backpapier ausgelegte Auflaufform. Knoblauch und restliche Gewürze packe ich noch mit rein. Dann vermische ich das Ganze so ein bisschen. So, dann brauche ich Alufolie. Dann schneide ich das einmal ein. Ziel ist es, das Ganze für 20 Minuten, im Ofen im eigenen Dampf zu garen. Dann werde ich das Ganze öffnen, sodass es dann auch noch ein bisschen knusprig wird. Die Alufolie mal der Stabilität drumherum. Wenn ihr habt, könnt ihr auch ein Stückchen Schnur, wenn ihr da so Kopfschnur habt, die feuerfest ist, weil das sollte es ja für den Ofen sein. Ich mache mir da jetzt einfach so ein Päckchen. Falls doch irgendwas rausläuft, habe ich eine Auflaufform drin. Und das Ganze jetzt bei 220 Grad für 20 Minuten im Ofen. Dann werden wir es wieder rausholen, dann werde ich es öffnen, packe es auf in den Rost, sodass es dann noch schön knusprig wird. Ja, bis gleich. Weiter geht's mit unserem Spargel. Frische Merkmal ist übrigens, wenn er den aneinander reibt, dass er halt quietscht. Daran könnt ihr das erkennen.
Oder halt auch, wenn er auf die Schnittstellen drückt. Ja, jetzt schießt es hier sogar raus, also hier sollte Flüssigkeit rauslaufen. Wir werden ihn gleich weiter verarbeiten, hier mit ein bisschen Butter, mit einem Schüsschen Wasser, das ist ganz normales Wasser. Backpapier brauchen wir, einen Bogen Alufolie und einen Spritzer Zitrone, Salz und Pfeffer. So, der Spargel ist jetzt soweit geschält. Jetzt fangen wir an, das Backpapier zu füllen mit dem Spargel, dass es dann auch in den Ofen kann. Aus der Spargelschale und aus den Abschnitten des Spargels. Ich habe da jeweils ungefähr so einen halben Zentimeter abgeschnitten. Müsst ihr gucken, bei manchen Enden ist es auch hinten Holz. Ich müsste einfach mal testen. Könnt da mit dem Fingernagel reindrücken. Ja, also generell ist es sehr wichtig, dass ihr beim Spargel darauf achtet, dass der wirklich gut geschält ist oder nur durch fertig gekauften Spargel. Ja, das gibt es natürlich auch. Ist dementsprechend teurer. Wir fangen dann mal an. Wir nehmen dann uns den Spargel, packen den der Länge nach auf unser Backpapier. Von außen haben wir auf Alufolie drum. Dann machen wir einen Spritzer Zitrone, aber ohne Kerne. Na. Dann können wir das Ganze schon mal ein bisschen in Form bringen. Ein bisschen schon mal schließen, einfach so ineinander verdrehen. So, dann habt ihr hier schon mal euer Fäschchen und dann geht's weiter. Dann haben wir hier 30 Gramm Butter. Einfach oben drauf. Ein Schüsschen Wasser. Salz, und Pfeffer. Dann drehen wir das so ein bisschen, die Öffnungen, dass es auch dicht ist, so ein bisschen ineinander ein. Ein richtig schönes, enges Päckchen haben. Ja, und dann machen wir es einfach mit der Alufolie noch zu. Und das Ganze kommt dann bei 200 Grad für ungefähr 35 Minuten, je nach Dicke des Spargels, in den Ofen. Sehen wir uns gleich. Kartoffeln und Spargel sind jetzt im Ofen, brauchen noch so circa 20 Minuten. Ja, dann werden wir jetzt nochmal das Rumpsteak durch die Pfanne ziehen, einmal richtig schön auf Temperatur. Da habe ich gerade schon in meine kleine gusseiserne Pfanne am Vorheizen. Also richtig schön Temperaturen, dann einmal kurz quasi das Fleisch durchziehen. Werde ich ein bisschen anbraten mit Rosmarin, mit ein bisschen Knoblauch. Wenn ihr noch habt, könnt ihr auch ein bisschen Thymian dran machen oder Salbei, wenn ihr es mögt. Also da ist eure Vielfalt ja keine Grenzen gesetzt. In unserem Fall gibt es jetzt heute mit Rosmarin und Knoblauch. So, das Fleisch ist jetzt schon mal soweit angebraten. Gucken wir mal von der anderen Seite. Ja, das sieht super aus. Zum Schluss schmeißen wir dann noch unsere zwei Knoblauchzehen dazu. Unser Rosmarinzweig. Stellen alles ein bisschen runter. Von der Temperatur so auf die Mitte. Sieht ja jetzt schon gut aus. Dann nehmen wir unseren. Packen wir mal hier an der Seite. Dann ziehen wir uns hier das Fett. Schießen das ein bisschen rüber. Die Aromen des Knoblauchs und des Rosmarins ziehen halt jetzt in das Fett rein. Und genau diese Aromen wollen wir ja gebunden haben. Ja. Ich habe jetzt in dem Fall ein Sonnenblumenöl genommen. Ihr hättet aber auch gekehrte Butter oder Schweineschmalz oder generell Schmalz oder Butter reinfett. Sowas hättet ihr auch nehmen können. Ja, das lasse ich jetzt hier kurz noch einmal parfümieren und dann sehen wir uns gleich wieder. 20 Minuten waren jetzt die Rosmarinkartoffeln am Garziehen im Ofen in ihrem Päckchen. Gucken wir mal rein.
Die so aussehen. Ja, so sieht das jetzt aus. Sieht ja schon mal gut aus. Aber jetzt geht es noch darum, dass sie so ein bisschen Knusprigkeit kriegen, noch ein bisschen Farbe kriegen. Bringt Geschmack. Und darauf wollen wir einfach nicht. Ja, ich werde das jetzt zusammen mit dem Steak nochmal für ca. 20 Minuten in den Ofen schieben. Und dann sehen wir, das Fleisch hat jetzt lang genug gezogen. Jetzt nehmen wir es aus der Pfanne raus, legen es auf das Papier bzw. auf die Alufolie. Rosmarin auch noch oben drauf. Wenn ihr noch Fett drin habt, das auch schön drüber gießen. Damit es wegläuft. Dann einfach ein bisschen Pfeffer. Und Salz machen wir jetzt noch nicht dran. Das mache ich zum Schluss dran, weil es dem Fleisch Feuchtigkeit entzieht. Und das wollen wir ja nicht haben. Wir wollen ein schönes, saftiges Stück Fleisch später auf dem Teller liegen haben. Und deswegen bei mir das Salz immer später. So, jetzt machen wir hier weiter. Ein bisschen dicken was zu. Das hat jetzt von außen wunderbare Röstaromen und geht jetzt gleich zusammen. Ich mache kurz einen Break, geht dann zusammen mit den Kartoffeln zusammen wieder für ca. 10-15 Minuten in den Ofen. Ich mache so, dass ich einen Thermometer in die Mitte gleich reinstecken werde und für 59 Grad Kerntemperatur ungefähr wird das Ziel sein. Dann haben wir schön Medium, dann ist es noch schön saftig, aber auch nicht zu saftig. Ja, dann sehen wir uns gleich weiter. Das war jetzt ein bisschen knapp von der Zeit her, alles so zu teilen mit der Hollandaise-Soße, aber wie ihr seht, hier ist das fertige Ergebnis. Die Hollandaise-Soße, der Spargel, das Rumpsteak und die leckeren Rosmarin-Ofenkartoffeln. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und würde mich natürlich freuen, wenn ihr auch in meine weiteren Videos guckt, wenn ihr mir ein Abo dalasst und eventuell auf die Klingel drückt. Zu der Hollandaise-Soße habe ich noch ein separates Video gedreht. Das findet ihr natürlich auch demnächst auf meinem Kanal. Ich wünsche euch viel Spaß und natürlich einen guten Appetit. Euer Chris.